Liebe Familie Trautmann, geehrtes Team der Firma Trautmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Leider ist es aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie nicht möglich, Ihnen allen heute persönlich zu gratulieren. Sehr gerne komme ich aber der Bitte nach, wenigstens virtuell ein paar Worte zur Firma Trautmann und ihren Leistungen zu sagen. Im Sinne einer guten Wirtschaftsförderung und der kurzen Wege zwischen den Unternehmen, der Politik und Verwaltung ist es uns sehr wichtig, den direkten Kontakt zu einzelnen Gewerbetreibenden zu pflegen. Sie schaffen ein Angebot vor Ort und sind damit auch Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus schärfen Sie in einer sich schnell verändernden Welt ständig Ihr wirtschaftliches Profil, um innovativ Ihren Kunden höchste Qualität bieten zu können. Und das in Ihrem Fall bereits seit Generationen, genauer seit 1889, also seit mittlerweile 132 Jahren gibt es Ihr Unternehmen. Martin Trautmann, der aktuelle Seniorchef, hatte 1956 seine Gesellenprüfung als Schuhmacher und bereits 1962 erfolgreich seinen ersten Meistertitel erworben. Anschließend wurde er mit seinem zweiten Meistertitel der damals jüngste Orthopädie-Schuhmachermeister in ganz Baden-Württemberg. Heute führt Sohn Matthias als Geschäftsführer in der mittlerweile vierten Generation die Trautmann GmbH und der Nachwuchs steht schon wieder in den Startlöchern. Die Familientradition ist also weiterhin gesichert. Gerade in heutigen Zeiten, die manchmal von so schnell wechselnden Trends geprägt werden, ist Beständigkeit heilsam. Trautmann ist aber natürlich nicht nur in Appenweier bekannt, sondern weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus als Spezialist rund um die Fußgesundheit. Mit ihren 65 Mitarbeitern und mehreren Standorten sind sie ein mittelständischer Spitzenbetrieb in unserer schönen Ortenau. Technisch dabei auf dem neuesten Stand mit beispielsweise einem selbstentwickelten CAD-System und regelmäßig zertifiziert nach dem Medizinproduktegesetz. Das Gebäude vor Ort wird mit einer Wärmepumpe beheizt, den Strom liefert passend eine Photovoltaikanlage. Die Firma setzt aktuell weiter auf Digitalisierung, nicht zuletzt, um auf Papier weitgehend verzichten zu können. Wir sehen, dass Trautmann auch in Sachen Umweltschutz umsetzt, was derzeit möglich ist. Die Familie Trautmann ist in unserer Gemeinde ferner bekannt für ihr vorbildliches, ehrenamtliches und soziales Engagement. Sie unterstützt Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser oder auch Altenpflegeheime, ebenso wie unsere ortsansässigen Vereine. Martin Trautmann, das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, war ganze 28 Jahre lang bis 1999 Mitglied unseres Gemeinderates und 25 Jahre lang im Ortschaftsrat Urlofen aktiv. Für sein Engagement im Ehrenamt erhielt er 2004 die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg und 2017 schließlich die Bürgermedaille der Gemeinde Appenweier. Trautmann ist damit insgesamt ein Vorzeigebetrieb par excellence und liefert ehrliches Handwerk auf höchstem Niveau. Die Auszeichnung durch eine hochkarätige Fachjury aus Politik, Handwerk und Gesellschaft zum Handwerksbetrieb des Jahres 2021 ist völlig gerechtfertigt und mehr als verdient. Ich beglückwünsche die ganze Familie Trautmann zu diesem tollen Erfolg, aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja das ganze Team ausdrücklich und übermittle zudem die Grüße und Glückwünsche meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat sowie im Namen aller Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich wünsche Ihrem Unternehmen weiterhin Prosperität und viel Erfolg. Die Gemeinde steht jedenfalls als verlässlicher Partner fest an Ihrer Seite. Ihr Manuel Tabor.